Hallo, herzlich willkommen bei Nota Nobilis. Mein Name ist Patrick Sattler-Festl und ich stelle Ihnen heute eine unserer ganz besonderen Tinten vor. Diamonds Archival Registrars Ink. Das ist eine Tinte auf Eisengallusbasis. Etwas wirklich Besonderes. Nur mehr sehr wenige Hersteller auf diesem Planeten stellen Tinte auf Eisengallusbasis her. Diese jahrtausendalte bewährte Rezeptur, bei der Eisen Bestandteile an der Luft oxidieren und dadurch einen dokumentenechten Farbstoff ausbilden, kriegt man immer sehr selten. Wir freuen uns deshalb, dass wir diese Tinte in unserem Sortiment haben. Dieses Blauschwarz, das die Tinte ausprägt, geht allerdings etwas heller aufs Papier. Man kann das hier jetzt beim Trocknen nicht so gut erkennen. Das müssen Sie sich einfach anschauen. Die Tinte wechselt wirklich die Farbe von einem hellen Blau zu diesem dunklen, fast schon schwarzen Farbton durch Oxidation des Eisengallus am Luftsauerstoff. Muss man erlebt haben, muss man sich wirklich angeschaut haben, was ganz was Besonderes. Eisengallus-Tinten zeichnen sich in aller Regel durch einen etwas spröden Schreibfluss aus. Und auch Diamonds Archival Registrars Ink hier zeigt diesen Wermutstropfen von der Gleitfähigkeit nicht so besonders toll. Das können andere Tinten besser. Unserer Erfahrung nach ist das jedoch die beste Eisengallus-Tinte, was den Schreibfluss und was die Gleitfähigkeit betrifft. Darum, wenn Sie eine Eisengallus-Tinte haben wollen, wenn Sie mit dieser besonderen Tintentechnologie experimentieren wollen, schreiben wollen, wenn Sie sehen wollen, wie sich die Farbe verändert von einem hellen Blau zu diesem dunklen Blauschwarz, dann ist Diamonds Archival Registrars Ink die Tinte der Wahl. Mit mittelstark ausgeprägter Deckkraft und einer wirklich sehr schönen Schattierung, die Sie mit dieser Tinte zusammenbekommen. Sie werden das lieben, wird Ihnen wirklich gut gefallen. Ausfransen und Durchschlagen unserer Meinung nach überhaupt nicht. Und wir haben diese Tinte auch unserem Dokumentenechtheitstest unterzogen. Und wie schon eingangs erwähnt, diese Tinte ist dokumentenecht, denn weder Tintenkiller noch Wasser noch Alkohol haben der Tinte was angemacht. Sie können bedenkenlos mit Textmarker drüber malen, was für den Office-Alltag besonders wertvoll ist. Überrascht hat uns diese Tinte insofern, weil sie sehr schnell trocknet. Also auch für Linkshänder bestens geeignet. Hier irgendwo zwischen 15 und 30 Sekunden ist diese Tinte trocken. Also Linkshänder, aufgepasst, das ist eine Eisengallus-Tinte für euch. Also, liebe Füllfederfreunde, wer eine Eisengallus-Tinte haben möchte, wer diese besondere jahrtausendalte Technologie schätzt und lieben lernen möchte, Diamonds Archival Registrars Ink. Das ist die Tinte der Wahl. Sichern Sie sich Ihr Glas noch heute.